Ja, willkommen zurück zu Valiant Hearts, hier auf der Flucht mit Karl aus dem Gefangenenlager, wo irgendwie die komplette deutsche Armee einen Gefangenen sucht. Kann man machen. Macht wenig Sinn, aber kann man machen. Oh, weg, 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 Alter. Tut das Not, ey? Ah, jetzt guckt doch keiner in den Baum hoch. Warte mal, ich könnte hier. So, mach höher. Jo. Oh, hier sind Äpfel. Warum sind da goldene Äpfel? Warum kann ich die nicht. Wie? Was? Warum sind hier goldene Äpfel und ich kann die nicht mitnehmen? Und warum steht der Sack jetzt da unten die ganze Zeit? Jungs, wollt ihr nicht mal abhauen? Wie wär's? Ich muss doch bestimmt da oben so einen Apfel pflücken können. Damit ich die da oben bewerfen kann oder so. Wie? Ja, mit deiner Hand, du Nase. Da, die goldenen, die da so rausstechen aus diesem Baum. Jetzt bleiben die da stehen, ich raste aus. Ich kann ja auch nicht. Da kann ich noch weiter hochklettern, aber eigentlich nicht. Was? Hä? Da will er nicht. Er möchte sie nicht greifen. Hä? Im Prinzip möchte er hier gar nichts greifen. Ich weiß nicht, inwiefern ich das hier richtig gemacht habe. Ja gut, das war mir klar. Das habe ich jetzt aber ein bisschen mit Absicht gemacht, weil ich wirklich nicht weiß. Aber ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was mir das bringen soll, dass ich da an diesem Ding bin. Wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Vielleicht macht das jetzt. Weil jetzt hat er mich auch nicht gesehen, ne? Dass ich da hochgeklettert bin. Wahrscheinlich war es vorhin schon so auffällig. Jetzt bleiben die da wieder stehen. Jungs. Er will aber auch nicht die Äpfel pflücken. Und hier kann er nicht. Hier kann er nicht weiter hoch. Hier kann ich nicht weiter hoch. Er möchte sie nicht pflücken. Was ist denn da los? Wir greifen immer so nach. Aber die sind doch so schön. Ja. Ich schlage mal vor, ich guck mal eben, ob das vielleicht ein Bug ist oder so. Und oder warte mal, wir können ja mal gucken, ob hier vielleicht ein Hinweis gegeben werden kann. Okay. Nächster Hinweis in einer Minute. Okay. Na komm, egal. Ich guck mal eben nach, ob ich da vielleicht gerade auf dem Holzweg unterwegs bin. Und dann sehen wir uns direkt wieder. Ja, so, da sind wir wieder. Für euch wahrscheinlich direkt weitergegangen. Wir sind hier gar nicht so falsch. Nur Gewalt ist für mich natürlich keine Lösung. deswegen bin ich da gar nicht drauf gekommen, aber zack, hier. So nehme ich. Einfach mal dagegen boxen gegen die Äpfel. Und dann kommt man auch wieder runter. Ich dachte, ich muss die pflücken. Aber dass ich ja auch hauen kann, da habe ich gar nicht dran gedacht. Gut, aber da brauchten wir immer noch nicht die Militärtaube zu benutzen. Ist doch auch immerhin was. So. Oh, das muss doch reichen, da kommt er da drunter her. Soll ich schon sagen. So, haben wir was gefunden. Aber leider nicht das erste. Schade. Boah, Alter, war das knapp. Kommt der jetzt hoch? Nee, ne?
Es fällt auch keinem auf, dass da oben einfach eine Zugbrücke rausgelassen wird. Wie auch. Das ist schon hier so ein bisschen Assassin's Creed irgendwie, oder? Ist also von denselben Machern, haben sie wahrscheinlich die gleiche Engine genommen. So. Aber bisher sieht es gut aus, dass wir nicht getötet werden. Was sag ich jetzt? Nein, Alter. Ein Wolfsfell. Pelz. Okay, wir gehen erstmal hier unten durch. Ah, dafür brauchen wir den Wein. Na gut. Aber dann holen wir den jetzt einfach. Einfach. Nein, 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 nein. Boah, der rennt jetzt gleich wieder weg. Solange die mir jetzt nicht auf den Sack gehen hier. Los, dreh dich um, Alter. Dass er nicht direkt zwei Pullen nimmt, das. Naja. So. Wahrscheinlich wird die Folge heute ein bisschen länger. Mal schauen. Ja. Wieso? Oh, das hört sich schlecht an. Ah, das ist ja geil. Haha, natürlich. Bleibt der auch direkt da stehen, ne? Ich flipp aus. Ich hab die Burritos auf dem Boden gesehen. Ich will die haben. Ah, ich sehe es doch. Die will ich. Gib mir die. Britons You, irgendwas. Habe ich jetzt gerade nicht lesen können. Bisschen hier wie Solid Snake hinter feindlichen Linien. Das Spiel bietet sehr viel auf jeden Fall. Verfolgungsjagden. Fluchtaktionen. Okay, das war sehr gut. So. Oh. Nein, 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 nein. Stell dich mal hier hinter. Oder? Nee, komm, wir gehen mal hier hinter. Schön wieder die Schafe. Ja. Ja, sag ich doch, wie Assassin's Creed. Wir verschmelzen. Mit der Menge. Ist war sogar vom selben, zumindest das Entwicklerstudio ist das gleiche, also Ubisoft. Yo. Yo, ist klar. Ist klar, hinter welchem Schaf soll ich mich jetzt verstecken? Das hier. Ich kann schon sagen, ey. Kann ich die, einfach die Schafe hier wegbewegen? So, jetzt aber. Das ist schon ziemlich gut gemacht, ehrlich gesagt. Hier wird es ziemlich dunkel. Achso, das soll aber so sein. Das sieht mehr so nach Franzose aus. Ah, boah, wie geil ist das denn? Schnell weg. Und das war knapp. Und weiter, 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 weiter. Sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Da habe ich was glänzen sehen. Ach, ach, ach. Was ein Adlerauge. So. Und weiter. Los, Karl. Nimm die Beine in die Hand, Junge. Okay. Anscheinend haben wir es geschafft. Oh, da kommt der Mond. Achso, dadurch wird es wieder hell. Oh, oh. Lauf, Junge! Warum sind die so viel schneller als ich? Warum schießt
finden die nicht. Der glitzert doch. Wilfried. Ah, natürlich. Der hat das ausgetauscht. Klar. Was? Ein Gewitter. 15. September 1916. Die blutige Schlacht an der Somme tobte weiter. Etwa 1 Million Soldaten starben oder wurden verwundet. Freddy wurde von den Briten eine neuartige Kriegswaffe anvertraut, die einen bedeutenden Fortschritt in diesem festgefahrenen Krieg darstellte. Doch auch Baron von Dorf setzte auf diese Schlacht, um bei seinen Vorgesetzten zu glänzen. Flair in Frankreich. 15. September. Jawohl, top. Britischer Panzer Mark 1. Der Mark 1 gilt als erster einsatzfähiger Panzer und wurde unter größter Geheimhaltung entwickelt. Da die Briten vorgaben, sie wollten damit die Russen mit Wasser versorgen, wurden diese die Tank getauft. Ach, das ist ja krass. Die 8-köpfige Besatzung hatte Schwerstarbeit zu leisten, da die Panzer äußerst schwierig zu steuern waren. Die ersten im Dienst gestellten Modelle des Mark 1 hatten jedoch eine große psychologische Wirkung. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Beim Eintreffen dieser Metallmonster leerten sich die Schützengräben schlagartig, aber meistens blieben sie liegen oder wurden von der deutschen Artillerie zerstört, bevor sie ihr Ziel erreichten. Ja, gut, das ist natürlich dann eher so semi, aber immerhin. Schlacht an der Somme. Mit einer Großoffensive versuchten die Briten, die Deutschen von Verdun abzulenken und einen entscheidenden Durchbruch zu erringen. Am 15. September 1916 wurden erstmals Panzer in Kampfhandlungen verwickelt, das haben wir gerade gesehen. Von den insgesamt 49 Mark 1 waren nur 18 einsatzbereit, das ist natürlich ziemlich gut. Und nur 5 konnten die deutschen Linien überwinden. Das ist eine sehr, ich würde mal sagen, schlechte Quote, aber gut. Ende November 1916 wurden die Offensive abgebrochen. Insgesamt hatten 650.000 Deutsche, 420.000 Briten und 195.000 Franzosen ihr Leben verloren. Ja, das sind Zahlen. Krass. Yo, ich dachte Panzerfahren. Panzerfahren. Wahrscheinlich bleiben wir eh liegen. Oh. Kann ich jetzt Fußball überladen? Doch, kann ich. War nicht hier auch der rote Baron im Ersten Weltkrieg? Der Baron von, hast du nicht gesehen? Oh, Bomben, das ist scheiße. Wäre eigentlich geil, wenn wir die treffen würden. Oh, der hat gesessen. Scheiße, ey, warum treffe ich die denn nicht? Boah, wir haben nur noch einen Soldaten bei uns. Ich glaube ja, wenn wir alle Soldaten verlieren, haben wir die Mission, dürfen die nochmal machen. Ich hab's mir irgendwie so gefühlt. Oh, das heißt, wir versuchen jetzt unseren kleinen Kameraden hier noch zu schützen. Los. Schieß ihn ab! Jawohl. Wie heißt denn der? Wie hieß nochmal der rote Baron? Baron von. Ich bin. Weiß ich nicht mehr. Boah, hier Pixar. Ja, gut. Haben wir vorhin gelesen? Mit einem wird das natürlich jetzt richtig spannend. Warte mal, wollt ihr mir was sagen? Achso. Okay. Er wollte mir sagen, dass er mich gut findet. Ah! Oh, Mist. Gut, das hat es nicht gebracht. Ich weiß nicht, ob ich dann auch einfach in die Richtung renne. Wahrscheinlich bin ich auch tot jetzt. Jo. Wie soll ich das denn machen?
Oder muss ich hochrennen? Dass ich wieder zurücklaufe? Yo, wie sagt man, hä? Der erschlägt. Warte mal. Na gut, da komme ich auch nicht weiter, weil der Pillemann, der schießt auf uns. Hier komme ich nicht wieder rein. Ne? Nee, die Kanone ist auch abgefallen. Natürlich. Ja, bringt mir ja nur noch eigentlich, dass ich auch in die Richtung renne. Ah. Brauchen wir eine Granate? Hm? Jetzt machen wir den schön von unten kaputt. So, wie sie das gehört. Erstmal. Habe ich schon gesagt, dass ich richtig gut bin in diesem Granatenwerfen? Also so richtig gut. Das ist, glaube ich, schon rausgekommen, ne? Dass ich das richtig gut kann. Sehr gut. Ich brauche die. Mach kurz. So. Und dem jungen Mann da oben schicken wir jetzt erstmal mit freundlichen Grüßen. Na, geh doch mal hoch. Nicht. Anscheinend reicht das auch so. Ja gut, ja, wie gesagt. Von mir für dich mit viel Liebe. Yeah. Okay. Kann man noch eine mitnehmen von. Auch wenn wir es wahrscheinlich gar nicht brauchen, aber egal. Ach, der Panzer kann auf einmal wieder fahren, natürlich. Achso, das ist ein anderer Panzer. Ich dachte, das wäre mein Panzer gewesen. Damit darf ich bestimmt wieder weiterfahren jetzt, ne? Nein. Oh. Ja, doch. Oder? Hm. Also. Das hättet ihr nicht alleine geschafft, die Dinger jetzt hier kaputt zu machen. Okay. Achso, muss ich gar nicht. Also, ich fahre einfach rüber. So nehme ich. Incoming! Boah, was ein Schuss. Bitte, ein bisschen aufholen. Wo ich ja wahrscheinlich auch nicht einmal so Vollgas geben. Ich weiß immer noch nicht, wie dieser rote Baron heißt. Dieser... Ach, doch! Von Richthofen. Jetzt hole ich es aber gerade wie die Fliegen aus dem Himmel. Boah. Also, ich wollte nicht mehr bewegen. Ne. Jetzt renn und hau dir mal aufs Maul. Ja. Showdown. Ich fahre auch mit runter. Ja. Yeah. Und jetzt. Was? Action. Gib ihm. Jawohl. Nach all den Niederlagen und verlorenen Schlachten entzog der deutsche Generalstab Baron von Dorf das Kommando und entfernte ihn von der Front. Für ihn ein Schicksal schlimmer als der Tod. Dass er überhaupt noch lebt. Erfolg freigeschaltet. Rache macht nicht 18. glücklich. 18. Januar 1917. Immer noch von der Krankheit gezeichnet, bat Emil Anna nach Saint-Mihiel zu gehen, um seine Tochter zu finden und ihr die traurige Nachricht von Karls Tod zu überbringen. Anna brach sofort auf. Karl war anscheinend auch auf dem Weg. Ja, nur noch geschmeidige 39 Kilometer am 18. Januar.
Gibt Besseres. Gut. Neues Tagebuch. Eintrag. Und dann danach enden wir dann auch diese Folge. Ja, 15. September. Ich irre jetzt schon seit 4 Monaten durch die Gegend. Boah, ich bin so hungrig, aber ich kann mich nicht in die Ortschaft wagen. Ich habe es versucht, aber sie haben meinen Akzent herausgehört. Ich wäre beinahe festgenommen worden. Ich muss vorsichtig sein. Sollte er auf jeden Fall. Immer noch keine Nachricht von Karl und Vater. Ja, ich hoffe mal, wir sind eher da. Heute werden es 4 Monate. Was mag ihnen zugestoßen sein? Ich muss aufhören, mir Sorgen zu machen. Vielleicht kommen einfach keine Briefe mehr durch. Ich wage nicht, mir Schlimmeres auszumalen. Victor braucht seinen Vater und ich brauche ihn auch. Und die Anna schreibt, Emils Moral verschlechtert sich mit jedem Tag. Er hat seit Monaten nichts mehr von Marie und Victor gehört. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Saint-Mihiel von der Welt abgeschnitten ist. Ich befürchte das Schlimmste. Ich werde sie besuchen. Sicher lassen sie eine Krankenschwester durch die Linien. Ja, der Freddy schreibt, ich konnte es nicht. Sein Leben lag in meinen Händen und ich konnte es nicht. Ihn zu töten hätte dich nicht zurückgebracht und du würdest mich nicht sehen wollen, wie ich jemanden töte. Er war es nicht wert. Jetzt hält mich nichts mehr hier. Wenn ich diesen verdammten Krieg überlebe, komme ich wieder nach Hause. Also er wird dann wahrscheinlich nach Amerika wieder gehen. Und ja, 14. Mai, was ist in diesem Kriegsgefangenenlager passiert? Warum haben sie Karl erschossen? Ich hasse diesen gottlosen Krieg. Wie kann ich Marie erzählen, dass Victor seinen Vater nie wiedersehen wird? Ja, und mit diesen, ja, wirklich kraftvollen Worten beenden wir dann diese Folge für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Valiant Hearts wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.